Welche Alternativen bieten sich an? Alternativ ist es möglich, dass die Stammgruppen frei rotieren. Dabei wird jeder Gruppe ein digitales Endgerät zur Verfügung gestellt, bis alle Gruppenmitglieder den Lerninhalt erfasst haben. Jede Gruppe arbeitet dabei in ihrem eigenen Tempo. Um Wartezeiten zu vermeiden, weil eventuell die benötigte digitale Präsentation gerade nicht frei ist, können zusätzliche digitale Endgeräte bereitgestellt werden. In dieser Phase bieten sich zwei verschiedene Möglichkeiten zur Ergebnissicherung an. Die Schülerinnen und Schüler können digitale oder analoge Arbeitsblätter ausfüllen. Die Lernenden präsentieren nach Zufallsprinzip einen Thementeil im Plenum. Was sind die Vorteile eines Gruppenpuzzles? Erstens, die Lehrenden haben viel Freiraum in Bezug auf die Gruppeneinteilung. So besteht die Möglichkeit, sehr differenzierte Aufgaben zu formulieren. Zweitens, starke Schülerinnen und Schüler können gezielt in Expertengruppen mit anspruchsvolleren Inhalten konfrontiert werden. Gleichzeitig können schwächeren Schülerinnen und Schülern leichtere Inhalte für ihre Expertengruppe bereitgestellt werden. Dadurch lassen sich die Schülerinnen und Schüler individuell und zielorientiert fördern. Drittens, durch den Expertenstatus gewinnen alle Schülerinnen und Schüler Selbstvertrauen. Das gegenseitige Erklären von Lerninhalten verstärkt zudem die Auseinandersetzung mit dem Inhalt, welchen die Schülerinnen und Schüler mit ihren eigenen Worten wiedergeben und so Sachverhalte auf Augenhöhe erklären. Viertens, alle sind aktiv am Lerngeschehen beteiligt. Alle werden in einem Themengebiet Experten und dazu befähigt, den anderen die entsprechenden Inhalte vermitteln zu können. Fünftens, die Lehrkraft selbst steht nicht im Fokus. So können Schülerinnen und Schüler individuell betreut und die Lehrkraft diagnostisch tätig werden.